Ich wollte mit ihm ins Bett, er auch mit mir. Aber im letzten Moment habe ich einen Rückzieher gemacht. Zufrieden? Nächste Frage. Mensch, Gregor, du musst doch irgendwas gemacht haben, was sie verärgert hat. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und bevor du mich weiter löcherst, ihre Zeichen waren eindeutig. Sie haben den Wagen am 18. in die Werkstatt gebracht. Es ist über eine Woche her. Danke, Inga, aber ich brauche sie jetzt nicht mehr. Sie haben Charlie angefahren. Antworten Sie mir. Ich. Frau Brandner, ich habe starke Kopfschmerzen. Ich würde mich ganz gerne hinlegen. Sie sagen mir erst die Wahrheit. Nach Charlies Unfall ging es Ihnen schlechter als ohnehin. Sie trinken. Sie sehen häufig verweint und übernächtigt aus. Und dann ist plötzlich Ihr Wagen in der Werkstatt. Ich habe ein Wildschwein angefahren. Und was haben Sie dann vorhin damit gemeint? Sie ganz allein seien an allem schuld? Sie haben recht. Ich habe Charlie angefahren. Nico, ich... Nico, jetzt hier, warte, Frau Sorry, ich wollte euch nicht stören. Scheiße. Hoch 10. Hallo, Sarah. Hi. Du willst doch sicherlich zu Gregor. Komm rein. Nee, eigentlich wollte ich nur Bescheid sagen, dass der Wasserhahn in der Küche tropft. Ja, sag ich doch. Paragraph 535 BGB. Vermietersache. Also doch, Gregors Baustelle. Gregor, Besuch für dich! Nein, so dringend ist doch jetzt nicht. Was denn? Hallo, Sarah. Hi. Du wirst gebraucht? Was gibt's denn Schönes? Der Wasserhahn in unserer Küche tropft. Immer noch? Leider ja. Gut, ich werde gleich mal nachschauen. Es reicht auch, wenn du morgen dann... Nee, ist ja schließlich Sache des Vermieters. Paragraph 535 BGB. Liest du jetzt schon Gesetzestexte, bevor du mit mir sprichst? Das war nur ein Witz, weil Lars eben... Ja, ich komme gleich vorbei. Bist du da oder Olivia? Ich, wenn's recht ist. Sie wollen mir weismachen, Sie erinnern sich nicht an den Unfall? Lassen Sie mich jetzt bitte in Ruhe! Nein, das tue ich nicht. Kommen Sie mal her. Sie haben Charlie einfach auf der Straße liegen lassen. Sie hätte tot sein können. Ist Ihnen das überhaupt klar? Ich dachte, mir wäre ein Tier ins Auto gelaufen. Warum sind Sie da nicht zur Polizei? Auch einen Wildschaden muss man melden. Weil ich durcheinander war und weil ich Angst hatte, ich bin ohne Führerschein gefahren. Was? Die Polizei hat mich vor 2 Wochen mit 1,2 Promille erwischt. Bitte? Verstehen Sie mich jetzt? Nein. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Und nach dem Unfall, ich habe erst am nächsten Morgen erfahren, dass Charlie in der Nacht angefahren wurde. Und erst da ist mir klar geworden, dass ich es war. Und warum haben Sie dann nichts unternommen? Das wollte ich ja, aber Ansgar... Natürlich, Ihr Mann. Er hielt es für das Beste, wenn ich die Polizei raushalte. Er wollte mich schonen, er wusste doch ganz genau, was auf mich zukommt, wenn ich den Unfall melde. Bitte, Elisabeth, Sie dürfen mit niemandem darüber sprechen, bitte. Sie haben beinahe meine beste Freundin umgebracht. Und ich soll den Mund halten? Warum sind wir auch so blöd, die Tür abzuschließen? Ich habe wirklich gedacht, sie wird noch im No Limits arbeiten. Was hast du vor? Mich bei ihr entschuldigen und ihr sagen, dass wir... Was? Dass wir zusammen sind? Ich glaube, das hat sie mehr als deutlich gesehen. Ich fühle mich aber zu mies. Glaubst du euch nicht? Okay. Sie hat mir zwar selbst den Tipp gegeben, dass du auf dem Weg zum Flughafen bist, aber... Echt? Ja. Sie hat wohl trotzdem nicht damit gerechnet, dass wir gleich übereinander herfahren. Und was machen wir jetzt? Nico in Ruhe lassen. Und dir am besten nie wieder über den Weg laufen.
verbarrikadieren wir uns die nächsten Wochen also hier. Warum nicht? Weil ich es einfach nicht genießen kann, wenn ich weiß, dass es Nico dabei schlecht geht. Also es ist doch nicht okay für dich, dass die beiden jetzt zusammen sind. Nein. Doch, doch, natürlich. Merkt man. Hätte ich Christian sonst gesagt, dass Coco nach Goa will? Außerdem habe ich Schluss gemacht. Trotzdem, das gleich so live mitzuerleben, das ist doch doof. Ich frage mich die ganze Zeit, wie wichtig Christian unsere Beziehung überhaupt war. Wichtiger als dir manchmal? Und warum hakt er sie dann einfach so ab, um was mit Coco anzufangen? Ach, Nico, du weißt doch, wir Männer sind die Weltmeister im Verdrängen. Mir kommt es eher so vor, als hätte er nur drauf gewartet, dass wir uns endlich trennen. Das glaube ich nicht. Auf jeden Fall brauche ich ein anderes Zimmer. Wie, und dann lässt du mich als einzigen Single zurück in der WG? Hast du vielleicht eine bessere Lösung? Meinst du, es ist wirklich nur die Dichtung? Kann sein. Vielen Dank, dass du gleich vorbeigeschaut hast. Dieses Getropfe heute Nacht, das ging mir sowas von auf die Nerven. Mhm. Kein Ding. Gregor, warum hast du mein Geschenk denn noch nicht ausgepackt? Ich hätte keine Zeit. Keine Zeit? Ja. Die Pension, das No Limits, ständig will immer irgendjemand irgendwas von mir. Ja, oder auch nicht. Also, nicht so, wie du es dir vielleicht vorstellst. Ja, erst grüße ich dich, dann mache ich einen Rückzieher. Du bist immer noch sauer. Warum können wir denn nicht einfach miteinander befreundet sein? Das war's. Ja, der Abfluss. Das lag nur an der Dichtung. Hm? Bis bald. Bis bald. Bitte, Elisabeth, gehen Sie nicht zur Polizei. Denken Sie doch nur mal an die Konsequenzen. Ihnen ist scheinbar überhaupt nicht klar, was Sie getan haben. Doch, und ich mache mir auch unglaubliche Vorwürfe, doch. Aber... Sie hätten überhaupt nichts zugegeben, wenn ich nicht zufällig dahinter gekommen wäre. Hallo? Graf Lahnstein. Sie wussten die ganze Zeit davon. Wovon? Dass Ihre Frau Charlie Schneider angefahren hat. Und Sie wollten den Unfall vertuschen. Hören Sie zu, Frau. Ich hätte allen Grund, Degenhardt die nächsten Jahrzehnte hinter Gitter zu sehen. Aber was Sie getan haben, das ist einfach nur ekelhaft. Wie wäre es, wenn Sie sich einfach aus Dingen raushalten, die Sie nichts angehen? Charlie liegt verletzt im Krankenhaus. So schwer es mir fällt, aber ich werde Anzeige gegen Ihre Frau erstatten. Das ist das Mindeste, was ich für Charlie tun kann. Schön, das hast du ja toll hingekriegt. Herr Atzke, ich hab's einfach nicht mehr. Komm, rühr dich nicht von der Stelle und vor allen Dingen halt endlich die Klappe! Sie halten mich nicht davon ab. Sie sich die ganze Sache nicht noch mal in Ruhe überlegen. Was erwarten Sie von mir, dass ich Charlie gegenüber so tue, als wüsste ich von nichts? Haben Sie überhaupt eine Ahnung davon, wie schlecht es Charlie geht aus Angst vor Degenhardt? Aber natürlich, normalerweise bin ich doch auch ein Verfechter der Wahrheit. Frau Pfandner, bitte, wir müssen in diesem Fall auch an unsere Familie denken, zu der Sie ja mittlerweile auch gehören. Stellen Sie sich nur mal vor, Nathalie würde tatsächlich zu einer Haftstrafe verurteilt. Es wäre furchtbar für Sie, das weiß ich sehr wohl. Ja. So labil, wie sie momentan ist und nach allem, was ich im Gefängnis erlebt habe, weiß ich gar nicht, ob sie eine Haftstrafe überhaupt durchstehen würde. Frau Brandner, bitte, ich tue das doch alles für Nathalie, weil ich sie liebe und beschützen will. Ich bitte Sie, sehen Sie von einer Anzeige ab. Tun Sie es für mich und meine Frau. Tun Sie es für meinen Vater, bitte. So kurz nach dem Infarkt und nach seiner Herz-OP, da können Sie ihm eine solche Aufregung unmöglich zumuten. Sahne schnitten und dazu machen wir uns einen leckeren Latte Macchiato. Ist das Leben nicht wunderschön?
Natürlich, das Leben ist grausam und gemein. Die Sahneschnitte von nebenan. Verdammt Scheiße! Pass auf, du Idiot! Hey, komm zurück! Super. Naja, was soll's, deine Laune war ja auch schon am Boden. Ziehst du schon den ganzen Tag so ein Gesicht wegen Gregor? Warum soll ich ihn wegen Gregor ein Gesicht ziehen? Weil es dir natürlich überhaupt nichts ausmacht, dass er nicht mehr mit dir redet. Ja, es nervt mich, dass er sich so komisch verhält, seitdem ich... Mr. Universum hat eine Frau nicht ins Bett gekriegt. Ist doch klar, dass dann die große Lebenskrise angesagt ist. Mann, ich hab mich doch schon bei ihm entschuldigt. Was soll ich denn sonst noch machen? Willst du einen Tipp? Nein. Hau ihn in die Tonne. Düsseldorf hat noch genug Männer. Du musst es ja wissen. Lach dir einen anderen an, wenn Gregor ein Ego-Problem hat. Mann, ich will nichts von Gregor. Außer Freundschaft. Natürlich, die Kumpelnummer. Ja, die Kumpelnummer. Und aus irgendeinem Grund hat Gregor ein Problem damit und ich kapier einfach nicht, welches. Mann, Gregor, sentimentaler Quatsch. Siehst du Nico irgendwo? Dann lass uns was trinken, oder? Hi. Hallo, ihr zwei. Hey, einen Sekt nehme ich an. Naja, wer freiwillig auf Strand und Palmen verzichtet, das muss wahre Liebe sein. Du weißt das schon? Hör mal, ihr habt die Wände Ohren. Worauf stoßen wir dann an? Na, ihr beiden? Tut mir leid, ich wollte eben nicht so ins Zimmer stürmen. Nico, wir wollten bestimmt nicht, dass du das so erfährst. Ja, ist eben passiert. Ziemlich blöde Situation jetzt zwischen uns drei, nicht? Da muss ich wohl für bessere Stimmung sorgen. Ich find's gut, dass ihr jetzt zusammen seid. Echt? Ja, ihr passt viel besser zusammen. Für dich ist das wirklich okay? Wenn ich euch nicht 24 Stunden am Tag ertragen muss. Versprochen. Auch ein Sekt? Naja, wir müssen ja nicht gleich übertreiben. Oh, das nenne ich wahre Größe. Besser als rumzuheulen, oder? Wow. Was hast du denn heute Abend noch vor? Ich muss in die Holding. Jetzt noch? Ja, der Graf braucht mich für einen ganz dringenden Geschäftstermin. Ziemlich seltsame Arbeitszeiten. Ich bin eben sehr flexibel. Das muss man wohl auch sein, wenn man ein Verhältnis mit dem Chef hat. Kommst du denn da drauf? Stimmt also. Also, Geld macht zwar sexy, aber ich habe da so meine Prinzipien. Niemals in der Firma. Das hoffe ich für dich. Und für Nathalie. Wenn du in Nathalies Ehe reinfunkst... Das will ich nie tun. Das will ich dir auch raten. Was ist denn los? Das ist doch... Das hört sie ja noch stimmen. Das kenne ich doch. Hi. Ich wollte gerade... Du hast mein Geschenk ausgepackt? Ja, tut mir leid, dass ich heute Nachmittag so schräg drauf war. Ich hab vergessen. Aber wenn das so ist, ich suche noch nach ein bisschen Inspiration für neue Drinks. Kannst du Cocktails mixen?
Hab ich noch nie gemacht, aber ich versuch's gerne. Nein. Nein. Lass mich in Ruhe. Nein! Oh Gott. Beruhigen Sie sich. Das ist nur ein Traum. Alle haben mit dem Finger auf mich gezeigt. Da ist sie, die Mörderin. Ich... Oh mein Gott. Sie war bestimmt schon bei der Polizei, oder? Aber ich stehe für meinen Fehler gerade. Es ist vielleicht auch besser so. Oder auch nicht. Natürlich wird es keine einfache Zeit im Gefängnis, aber ich habe es verdient. Ich werde sie nicht anzeigen. Warum nicht? Ich hatte ein Gespräch mit ihrem Mann. Ansgar, was hat er gesagt? Er macht sich Sorgen, ob sie eine Haftstrafe überhaupt überstehen. Und außerdem kann er wohl den Gedanken nicht ertragen, so lange von ihnen getrennt zu sein. Das hat er gesagt? Er liebt mich also immer noch. Ich bin ihm nicht egal. Und ich liebe Johannes. Erdbeersirup auch noch? Nicht so viel! Soll ich jetzt einen echten Frauencocktail kreieren oder nicht? Das wird aber kein Mensch runterkriegen. Wir Frauen mögen es eben sweet. Ja, wir Männer manchmal auch. Hm? Was? Nichts. Kein Drink ohne Deko. Vielen Dank. Naja. Für meinen allerersten Cocktail gar nicht so schlecht. Ja. Jetzt die Expertenmeinung. Muss ich? Ja. In der B-Note leichte Abzüge. Aber sonst? Ganz genau richtig. Okay, schon verstanden. Als Barkeeperin bin ich eine Null. So würde ich es jetzt auch nicht ausdrücken. Aber vielleicht eigne ich mich ja wenigstens als gute Nachbarin. Oder sollen wir ab jetzt wirklich kein Wort mehr miteinander reden? Nein, Sarah, ich... Du bist immer noch der Ansicht, dass Männer und Frauen nicht miteinander befreundet sein können? Ich wollte sagen, dass ich mittlerweile auch glaube, dass das geht. Darauf stoßen wir an. Mit einem unschlagbaren Cocktail auf die Freundschaft. Auf einen netten Abend unter Nachbarn. Was hätte ich denn bitte gemacht, wenn du nach Indien abgehauen wärst? Ich hoffe, du wärst mir hinterhergeflogen. Gar keine Frage. War ziemlich knapp. Nein, das war genau richtig. Besonders gemütlich ist es hier im Moment nicht. Dafür sind wir jetzt ungestört. Und diese kleinen Anfängerfehler, die passieren uns jetzt auch nicht mehr.
mal, Sarah, jetzt kreiere ich uns den absoluten König unter den Cocktails, den Gregor Colada. Klingt vielversprechend. Ja. Bisschen Kokossirup. Ein Schuss Minze. Ein bisschen Deko. Fertig. Oder nenne ich ihn Summer Delight? Nee, blöder Name, sorry. Hey, Gregor. Schmeckt wirklich wie so eine karibische Sommernacht. Strand, Meer, Hula Hula. Ich sehe schon, deine Begeisterung kennt mal wieder keine Grenzen. Warte mal ab, bis du ihn probiert hast. Gegen dich kann Dornröschen einpacken. Graf Lahnstein. Um Gottes Willen, können Sie nicht anklopfen? Oh, Entschuldigung. Aber haben Sie sich schon das Angebot von Texolet angesehen? Die Herren erwarten bis morgen eine Antwort. Ja, richtig, ich weiß. Ja, ich kümmere mich drum. Gut. Ja, sonst noch was? Ja, ich werde Ihre Frau nicht anzeigen. Schön, ja. Das können wir dann vielleicht später besprechen. Aber ich denke... Ja, Sie sagten noch hier, diese Sache mit Texolet wäre dringend. Haben Sie auf einmal so wenig Interesse an Ihrer Frau? Herrgott, nein, aber ich leite nun mal auch eine Firma, da muss die Familie eben manchmal hinten anstehen. Ich dachte, das freut Sie. Ja, tut es ja auch, Frau Brandner. Was war das? Weiß nicht, was meinen Sie? Da hat jemand genießt. Ah ja, Frau Schneider, kommen Sie doch mal unterm Schreibtisch vor. Abend, Frau Brandner. Abend. Ja, konnten Sie den Kugelschreiber finden? Nein, Graf Lahnstein. So. Immer Feierabend. Sie bleiben. Frau Brandner, was soll das denn jetzt? Haben Sie mir nicht gerade heute einen Vortrag darüber gehalten, dass man Ihre Frau schonen muss? Was Sie hier machen, ist einfach nur geschmacklos und ekelhaft. Ja, uns geht sie vor allem nichts an. Wie kann ein Mensch nur so gleichgültig sein? Ihre Frau liebt Sie. Na sicher, deswegen hat sie auch so hervorragend auf meinen Sohn aufgepasst. Hören Sie zu, das Einzige, was mich im Moment interessiert, ist die Firma und... naja... etwas Zerstreuung. Ich werde nicht mit ansehen, wie Sie Ihre Frau betrügen. Und Sie holen morgen Ihre Papiere. Was? Aber... Moment mal, ich glaube, da haben Sie etwas grundsätzlich missverstanden. Sie sind vielleicht die Bettgefährtin meines Vaters. Aber hier in der Holding haben Sie überhaupt nichts zu melden. Weder treffen Sie Entscheidungen, noch kündigen Sie engagierte Mitarbeiter. Und jetzt raus.